Wer wollte nicht schon immer mal auf einen Eisplaneten? In Dead Space 3 kann man das. Natürlich gibt es auch Lost Planet. Das hier ist auch so eine Art Lost Planet. Es sind übrigens viele Gemeinsamkeiten, aber naja. Ich sag nur jedenfalls, willkommen bei meinem Let's Play. Es geht natürlich gleich wieder richtig schön zur Sache. Also ich bin ein bisschen positiv überrascht bisher von diesem Eisplaneten. Also ich dachte eigentlich, das wäre der völlige Untergang des Dead Space Konzepts. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen anders als gewohnt, aber ich schaffe es, mich zu erschrecken. Das ist... Ja, jetzt wurde die Körpertemperatur natürlich so arg knapp. Da ist mir ganz recht, dass wir jetzt hier was gefunden haben. Und das eine der Überlebenden. Oder irgendein Typ. Isaac. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche, also haben wir nicht nachgesehen. Marco. Ja, stimmt, unser Anzug ist ja total im Arsch. Wir können auch die Hände nicht aufsetzen. Ich weiß nicht, mit dem richtigen Anzug, ob dann noch Körpertemperatur ein Problem haben. Auf jeden Fall ist da so eine Anzugstation, aber das sind Gegner. Das hat er uns ja jetzt, unser Kollege, den wir jetzt gefunden haben, also einen Überlebenden haben wir schon gefunden, hat uns ja eindeutig vermittelt. Da ist irgendwas Gruseliges. Vielleicht sogar das Vieh da, was uns die ganze Zeit auf den Sack geht. Genau, also ich glaube, das Problem mit der Temperatur ist dann nicht mehr da. Achso, eine Anzugstation im Keller ist aber auch irgendwas. Also wenn der Keller gleich hier ist, dann tue ich mir das an. Mir egal, ob es da unheimlich ist. Weil ich hätte jetzt gerne einen Anzug. Ich finde es eigentlich ganz cool so. Also mal gucken, ob das dann doch so actionreich wird. Aber bisher finde ich das cool gemacht, so verlassener Planet. Auch jetzt diese Innenräume hier, das hat schon was. Das ist bestimmt der Keller. Und unser Gerät ist gerade wieder fertig geworden, ne? Hier ist es so reingekrabbelt. Na, das ist bestimmt nicht der Keller, weil hier ist auch kein Anzug. Obwohl, hier kann man noch irgendwas machen. Was bringen denn einem diese Schrauben her? Nichts. Also wenn man... Ich glaube, die bringen echt... Ich glaube, die haben keinen Zweck, aber wenn sie so blau markiert sind, dann dachte ich halt... Naja... Jetzt ne, mal gucken, ob jetzt Rohstoffe schon ein bisschen mehr geworden sind, damit ich so einen Eindruck kriege. Ja, nur so ein bisschen. Ja, einen Schaden kann man mal hinzufügen, das stimmt schon. Ich glaube, da finden wir hier nichts. Wir könnten einmal nach draußen gehen. Oh!
Hier stimmt irgendwas nicht. Unser Kollege ist auf jeden Fall noch da. Ja, ich gehe jetzt trotzdem mal nach draußen. Ich glaube, wir mussten sowieso nach draußen gehen. Ich bin mir nicht sicher. Laut dem Scanner müssen wir jetzt da lang, aber... Ja, wir müssen hier lang. Wir müssen einfach auf diese Wabertöne warten. Das finde ich ja cool, dass man das dadurch erkennen kann. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Sicherheitshinweis. Okay, also wir müssen diesen Anzug finden. Erst dann können wir überhaupt weiter. Das heißt, das hier ist gar nicht der richtige Weg. Ich glaube, das war vielleicht doch in dem Gebäude, wo wir uns zuletzt aufgehalten haben. Ja, was ich gerne machen würde, ist jetzt echt das Teil hier aufstellen. Es scheint nichts zu gehen. Nee. Das ist schade. Ich guck nochmal, ob wir hier irgendwo anders lang können. Ja, hier ist noch was. Sehr gut. Ey, ein Glück habe ich das gecheckt. Ey, das war jetzt echt fies, ne? Also, normalerweise kommt da immer ein ganz lautes Geräusch und so, wenn die aus dem Schnee kommen. Das ist jetzt einfach mal nix. Sich einfach mal lautlos von hinten angenähert. Die Mistviecher. Alter. Ja, natürlich von allen Seiten. Warum habe ich noch keine Medipacks mehr? Was man nicht alles tut, nur um mal hier seine Rohstoffe aufzustellen. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock, nochmal dahin zu gehen. Nee. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich mal die Schrauben brauche. Also wozu? Ja, jetzt habe ich mal einen Cut gemacht, Leute. Weil... ursprünglich war die Folge jetzt vorbei, weil ich habe dann noch eine ganze Weile gemacht. Nämlich in diesem Aufzug da herumprobiert, wie man denn da weiterkommt. Natürlich bin ich darauf gekommen, dass man das mit diesen Zahnrädern machen muss, aber es hat mir einfach nicht geklappt. Und ich mache jetzt einen Cut, weil ich euch das ersparen will. Das war echt eine Weile lang, da habe ich wieder angestellt, wie die Kuh auf dem Mond.
Und ich weiß ja, dass einige meiner Zuschauer das überhaupt nicht leiden können, also wenn ich da manchmal so Kommentare kriege und auch so X2 intern, sage ich mal so, manche vermerken lassen, ach mein Gott, bist du dumm und so. Mein Gott, jeder kommt mal in dem Spiel nicht wahr, das ist ganz normal, das ist... Ich zock das doch nicht, um mich hier beweisen zu wollen, aber ich kann es andererseits auch verstehen, dass man sich da natürlich langweilt, deswegen erspare ich das jetzt. Verriegelt ist es aber noch immer. Na, hätte ich sie mal alle rübergeschossen. Was ihr vielleicht seht, ich habe jetzt hier diese Waffe. Denn in der letzten Folge oder auch in der diesen noch, keine Ahnung, habe ich ja gesagt, oh, ich muss lauter Rohstoffe sammeln, denn ich will hier so eine Waffe haben. Gemeint habe ich aber die, nämlich die Missionarwaffe. Die kann man, die ist gar nicht da drin in dem Ding. Die hat man so schon. Und wenn man die Limited Edition irgendwie gekauft hat oder so, keine Ahnung. Also ich habe echt verzweifelt nachguckt. Ich wollte die unbedingt haben, nachdem ich die im Video gesehen habe. Und ich habe die ganze Zeit schon gehabt. Die hatte ich schon die ganze Zeit. Oh Mann, ich weiß eigentlich nicht, warum. Die ist mir nicht einmal aufgefallen. Aber ich habe die schon. Die sind immer nur hammergeil oder so. Vielleicht habe ich sogar schon eine Upgrade-Platine. Muss man nachschauen. Das ist einfach nur hammergeil. Ne, ich hab nix. Aber finde ich. Trotzdem werde ich mir natürlich was zusammenbauen. Dazu habe ich ja noch die Rohstoffe. Aber ich bin jetzt einfach nur froh, dieses Ding zu haben. Das soll so geil sein. Das ist mir auch gleich gefallen im Video. Jetzt hoffen wir, dass wir dieses Aufzugsproblem endlich hinkriegen. Nach wie vor nicht, wie die das gemacht haben in dem Video. Die sind einfach lang gegangen und haben das reingemacht, ja. Soweit ich das jedenfalls noch weiß. Ich habe den Typen ja noch... Ach, ich muss den Generator erstmal anmachen. Ja, jetzt weiß ich es. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich spiele jetzt diese Stelle hier mittlerweile zum 4. Mal oder so. Und diesmal habe ich vergessen, den Generator anzumachen. Der erfriert uns ja noch. So. Ach, das Ding ist auch schon offen. Jetzt gehen wir mal in den Keller und holen uns endlich mal so einen geilen Anzug. Mich jedes Mal wie Sau in diese Aufzugstüren aufgehen. Das ist so. Ich habe auch immer so riesen Angst in Aufzügen, weil ich manchmal kommt da immer so ein Vieh. Jetzt sind wir aber hier, das ist wieder richtig düster. Das macht keine Wegpunkte angezeigt, das ist auch heftig. Oh, da ist so ein Vieh. Das ist so. So, also aber nur da, um uns zu erschrecken. Macht es keinen Kampf. Das ist aber der Keller, in dem wir halt runter sollen. In dem auch ein Aufzug ist. Gott. Das ist ja schön hier unten.
Ja, Leute, das ist gruselig und das seht ihr dann in der nächsten Folge, denn jetzt habe ich ja das so reingecuttet. Freut euch auf die nächste Folge, dann wisst ihr, was in diesem Raum ist. Ciao, euer Alex.